Nehmen Sie das Elasbein zur Hand und platzieren Sie das Basisbrett möglichst nah an der Hüftbeuge. Dann nehmen Sie das untere Querbrett und schieben es so in eine Fuge ein, dass Sie mit den Armen bequem aufstützen können und im Stützen der Rücken schon mal etwas Entlastung erfährt. Diese Entlastung können Sie noch ein wenig verstärken, indem Sie den Rumpf nach vorne neigen, und Sie werden merken, dass der Rücken schon ein wenig länger wird. Er wird quasi durch dieses nach vorne neigen in die Länge gezogen. Und kommen Sie wieder zurück. Es ist wichtig, dass Sie diese Bewegung nicht zu statisch machen, nicht zu lange in einer Position verharren, sondern dass der Rücken in Bewegung bleibt und die Schichten wirklich übereinander gleiten können. Dieses Gleiten der Schichten lässt sich noch ein wenig verstärken, indem Sie den Atem zur Bewegung dazu nehmen. Atmen Sie aus und neigen Sie den Rumpf etwas nach vorn. In dieser vorgeneigten Position atmen Sie kurz ein und kommen langsam mit dem Ausatmen wieder zurück. Im Sitzen wieder einatmen und mit dem Ausatmen nach vorne neigen. Dort kurz einatmen und mit dem Ausatmen wieder zurückkommen. Ausatmen nach vorn, kurz einatmen und ausatmen und wieder zurückkommen. Ausatmen nach vorn, kurz einatmen und ausatmen und wieder zurückkommen.